Treffen zweier Welten. Willkommen zur Sendung Treffen zweier Welten. Am Mikrofon begrüße ich Yi Bomsok. Schön, dass Sie dabei sind. Was ist Ihnen bei Schulen besonders wichtig? Der 33-jährige Karl Müller will Schuhe herstellen, die die Gesundheit fördern. Doch dabei soll das Design der Schuhe nicht zu kurz kommen. Mit diesem Konzept hat Herr Müller in der südkoreanischen Hafenstadt Busan das Unternehmen Zoya aufgebaut. Wie es zur Unternehmensgründung kam, welche Herausforderungen gemeistert werden mussten und welche Pläne er für die Zukunft hat, erfahren Sie gleich. Das Interview führte Kollege Kang Min-gyu. Herzlich willkommen in unserem Studio, Herr Müller. Sie sind im relativ jungen Alter CEO geworden. Ist Zoya Ihr erstes Unternehmen? Zoya ist mein erstes Schuhunternehmen. Ich habe vorher zwei Unternehmen geführt oder aufgebaut. Das eine war ein Textilunternehmen mit meinem Bruder gemeinsam. Da haben wir auf dem Markt in Itaewon haben wir gefälschte Markenartikel gekauft und in die Schweiz importiert und übers Internet verkauft. Das ging dann etwas in die Hose, weil es war kein ehrliches Geschäft. Und das zweite Geschäft, das war ein Beauty-Salon, den ich in der Innenstadt von Gangnam aufgebaut habe und der dann weitergeführt wurde. Was hat Sie dazu bewogen, ein Unternehmen in der Schuhindustrie zu starten? Mein Vater hatte ein Unternehmen in der Schuhindustrie aufgebaut und dann 2006 veräußert. Es hat mich immer fasziniert, meinen Vater anzuschauen und zu bewundern, wie er das gemacht hat. Und seit ich jung bin, wollte ich auch etwas in der Schuhindustrie machen. Wie ist der Name Zoya entstanden? Der Name Zoya war ein Spontaneinfall von mir. Er hat einfach schön geklungen. Zoya heißt auf Spanisch, oder Joya heißt das Schmuckstück, ein Juwel, was ganz Spezielles. Something precious, würden wir auf Englisch sagen. Und Zoya kommt auch das Wort Joy, die Freude, ist auch da drin. Freude, die wir mit unseren Schuhen unseren Kunden vermitteln. Welche Schwierigkeiten gab es am Anfang? Wir haben unser Unternehmen 2008 gegründet, sind dann relativ blauäugig in unser Unternehmen gestartet. Wir dachten, es sei relativ einfach Schuhe zu produzieren in Korea und diese dann in Europa zu verkaufen. Zum Glück haben wir nicht viel gewusst. Würde ich heute all die Schwierigkeiten, die es mit sich bringen, ein Unternehmen zu führen, würde ich das wissen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr starten. Zu Ihrer Frage, was waren die Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten? Als Unternehmen, das kein Track Record hat, also noch keine Bekanntheit, ist es richtig schwierig, Mitarbeiter zu finden, sie mit deiner Idee zu überzeugen. Auch Partnerschaften wie mit Logistikfirmen, mit Banken, mit Fabriken. Man muss sehr viel vertrauen. Wir sind sehr dankbar, dass viele von unseren Partnern uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Was mussten Sie dann tun, um das Vertrauen zu gewinnen? Auf der einen Seite hat es sicherlich geholfen, dass wir aus einer Familie kommen, die Schuhe vorher produziert haben. Ich denke, wenn man gar kein Schuhindustrie-Know-how und kein Beziehungsnetz hat, wäre es noch schwieriger gewesen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich realistisch einschätzt, nicht überschätzt, wenn man in eine Verhandlung geht oder wenn man jemandem etwas verspricht, dass man ehrlich zueinander ist, dass man die Karten offenlegt und die Versprechen dann auch einhält. Und so kann man dann bessere und bessere Partner dazu finden. Schon Ihr Vater hat in der Schuhindustrie gearbeitet. Welche Ratschläge haben Sie von ihm bekommen? Direkt bekommen, wie oft ein Vater-Sohn-Gespräch funktioniert. Junge, ich muss dir noch was sagen, so war es bei uns nicht. Ich habe viele Sachen von ihm beobachtet und ich würde sagen, dass ich zwei Sachen bis zum heutigen Tag noch in mir trage, die ich von ihm gelernt habe. Das eine ist, dass man immer den Kunden im Vordergrund hat. Egal, was ich entwickle oder welchen Service ich anbiete, dass man immer den Kunden vor sich sieht und für ihn das Beste versucht zu machen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wenn es um Partnerschaften geht, dass man immer versucht, eine Win-Win-Situation zu kreieren. Nicht, dass man seinen eigenen Vorteil herausschaut, auch wenn es einfach wäre, so einen zu machen, sondern dass man immer eine Win-Win-Situation versucht zu kreieren. Kaufen Sie selbst auch Schuhe von anderen Marken oder vertrauen Sie nur auf Zoya-Schuhe? Im Alltag benutze ich vor allem Zoya-Schuhe. Es gibt spezielle Anlässe, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Hochzeit geben muss,
wo vielleicht ein spitziger Lackschuh von Vorteil ist, dann kaufe ich mir auch einen Schuh von einer schönen italienischen Marke. Ich trage dann auch gern diesen Schuh. Oder zum Fußball trage ich dann Schuhe von Nike oder von Adidas. Worauf legen Sie am meisten Wert, wenn Sie Schuhe von der Konkurrenz kaufen? Ich würde nicht sagen, dass es eine direkte Konkurrenz ist, aber wenn ich einen modischen Schuh trage, dann schaue ich auf die Handwerkskunst, auf die Materialien, hochwertige Leder, wie wurde der Schuh gefertigt, wo wurden die Arbeiten gemacht. Bei einem Performance-Schuh wie bei einem Sportschuh, da geht es mir dann um die technischen Sachen, wie viel Grip habe ich mit dem Ball am Fußball am Fuß oder wie leicht ist der Fuß, wie leicht ist der Schuh. Was sind die wichtigsten Merkmale von Gioia verglichen mit anderen Marken? Der Gioia-Schuh ist ein sehr weicher Schuh. Wir benutzen ein Material, das ist PU, Polyurethan. Es gibt sehr wenige Marken, die dieses Material benutzen und die es so fertigen können wie wir. Das ist sicher eines unserer Unique Selling Points. Weiter würde ich sagen, es sind unsere Mitarbeiter, die wir im Unternehmen haben, die uns von der Konkurrenz abheben. Menschen, die voller Leidenschaft für unser Produkt, für unsere Firma haben und an die Vision glauben, wie ich. Die vierte industrielle Revolution ist im vollen Gange und verändert die Produktion und Gewerbeindustrie. Wie sieht die Zukunft der Schuhindustrie aus? Die vierte industrielle Revolution sehe ich als Vorteil von unserem Unternehmen. Die Produktionsindustrie in der Schuhbranche entwickelt sich stets weiter. Wir haben Möglichkeiten, Materialien, die wir vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren nicht benutzen konnten, können wir heute relativ einfach für unseren Vorteil benutzen. Auch ist die Automatisation für uns einen großen Vorteil, damit wir neue Produktionsverfahren, die für vielleicht Menschen gefährlich sind oder viel zu schnell passieren, dass wir die machen können. Die vierte industrielle Revolution ist für uns einen großen Vorteil. Auf der einen Seite haben wir sehr viele neue Materialien, die wir benutzen können, die es vor 10 Jahren noch nicht gab oder die einfach zu teuer waren, weil sie erst auf konzeptioneller Basis waren. Die Automatisation ermöglicht uns überhaupt, zum Beispiel in einem Land wie Korea zu produzieren. Automatisation bringt uns einen starken Vorteil. Auf der anderen Seite sehe ich, dass gewisse Produktionsschritte, wie bei unserem Schuh, der komplett von Hand gemacht ist, dass die nicht ersetzt werden können. Wie sieht es mit anderen Technologien aus? Zum Beispiel, wir sehen schon Smart Handschuhe, Smart Datenbrillen und solche Dinge, die den Nutzer Informationen geben. Könnten Schuhe sich auch auf diese Weise entwickeln? Ich denke, es braucht keinen Schuh, der dir anzeigt, wo du durchgelaufen bist oder wie viele Kalorien verbrannt hast. Ich denke, dass wenn man solche Technologien in die Schuhe reinbraut, das wird kommen in Zukunft, dann sollte es für Enhancement of Performance sein. Also zum Beispiel Leute, die Fußlähmungen haben oder die Muskeln im Fuß nicht mehr bewegen können, dass über elektronische Impulse solche Muskeln wieder stimuliert werden. Das ist für mich viel spannender, als zu messen, wie viel Kalorien ich verbraucht habe. In Busan gibt es ein Forschungs- und Entwicklungszentrum von Gioia. Zudem soll auch eine Fabrik errichtet werden. Ist Busan ein besonderer Ort für Sie? Busan für mich ist ein sehr besonderer Ort. Dass wir überhaupt als Gioia, als Firma Gioia in Korea entwickeln und produzieren, hat für uns zwei Gründe. Auf der einen Seite gibt es emotionelle Gründe. Meine Mutter ist von Korea. Ich bin hier geboren. Ich sehe es als meine Verpflichtung, diesem Land etwas zurückzugeben. Ich habe das Glück, dass ich jung, dass ich kreativ bin, dass ich Leute inspirieren kann. Ich sehe das als meine Stärke und ich möchte auch den jungen Koreanern etwas von meiner Inspiration geben, dass sie mutig sind, selbst ein Unternehmen zu gründen und das Land zur neuen industriellen Stärke zurückzuführen. Nebst diesem emotionalen Grund, als Unternehmer kann man ja vom emotionalen Grund her nicht keine Löhne bezahlen, gibt es natürlich auch faktische Gründe. Für uns hat es einen Vorteil, in Korea zu sein, weil Korea ist sehr stark vernetzt. Es hat gute Freihandelsabkommen mit sehr vielen Ländern. Busan hat einen Hafen, der innerhalb von einem Monat ziemlich jeden Ort der Welt anfahren kann. Busan hat ein starkes Know-how von erfahrenen Leuten, ein Pool von erfahrenen Leuten, auf den wir zurückgreifen können.
Und Korea ist hochtechnisch sehr stark entwickelt. Auch im Beschaffungsbereich, im Sourcing-Bereich können wir ziemlich alle Materialien, die es auf der Welt braucht, können wir hier kriegen. Sie haben jetzt ein paar Gründe erwähnt, warum Sie in Korea ein Unternehmen führen. Aber Sie könnten Ihre Produkte im Ausland zu viel günstigeren Kosten herstellen als in Korea. Das wäre für einen Geschäftsmann wie Sie die vielleicht logische Entscheidung. Mhm. Die Kosten unserer Schuhe setzen sich folgend zusammen. Auf der einen Seite haben wir Entwicklungskosten, die bei uns praktisch in der Schweiz anfallen, ein Teil dann auch in der Umsetzung in Korea. Diese können wir nicht groß reduzieren. Ein zweiter Grund ist Materialkosten. Materialkosten, das Leder ist ein globales Produkt. Ob wir das in China einkaufen oder ob wir das in Korea einkaufen, das kostet ungefähr gleich viel. Der dritte wichtige Grund, den Sie ansprechen, sind Laborkosten, also Arbeitskosten von Leuten. Und Sie haben recht, Korea hat verhältnismäßig zu vielen anderen Ländern einen hohen Lohnstandard. Wir könnten den reduzieren, wenn wir nach China gehen oder wenn wir nach Vietnam gehen würden. Aber ich bin mir auch bewusst, dass wir alle 5 Jahre immer wieder ein günstigeres Land finden werden. Und ich glaube an die Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit kommt, wenn man in einem Land bleibt, wenn man in dem Land investiert, auch wenn die Kosten etwas höher sind, dann glaube ich, dass hintenrum für den Kunden die bessere Produktqualität herausspringt. Gibt es auch in der Schweiz oder in anderen Ländern Forschungs- und Entwicklungszentren oder Fabriken von Joya? Wir haben in der Schweiz ein Forschungszentrum, ein Zentrum ist übertrieben, wir haben wie ein Labor, wo wir viele Tests machen, bevor wir die Schuhe nach Korea bringen und dort dann in die Konzeptphase weitergeben. Wir haben auch eine Produktionsstätte in Europa und planen auch für gewisse Typen von Schuhen, die man in Korea nicht so gut produzieren kann, weiter in Europa zu produzieren. Themenwechsel. Sie bleiben dieses Mal nur für kurze Zeit in Korea. Mhm. Sind Sie immer in Bewegung und wo arbeiten Sie am längsten? Ja, ich bin ein Zigeuner. Ich lebe auf Sitz 29F, das ist ein Fensterplatz im Flugzeug. Da verbringe ich sehr viel Zeit. Ich liebe es, aus dem Fenster zu schauen und die Welt von oben zu sehen. Ich bin viel unterwegs. Ich arbeite sehr viel am Laptop. Ich bin viel am Skype mit meinen Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Für mich ist es wichtig, flexibel zu sein. Flexibel zu sein bedeutet für mich, dass ich dahin gehen kann, wo es brennt. Und in einem Startup, in einem jungen Unternehmen, gibt es irgendwo auf der Welt immer wieder, wo es wichtige Themen gibt, wie letzte Woche in Amerika, wo wir eine neue Expansionsstrategie führen, wo ich dann vor Ort sein muss. Diese Woche in Korea, wo es um Verbesserung unserer Qualität und Neuentwicklungen von Technologien geht. In 2 Wochen sind wir dann in Schweden, wo es dann um die internationalen Märkte geht. Deswegen, ich fühle mich wohl so in diesem Zigeunerleben im Moment. Wo sehen Sie sich und Ihre Firma in 10 Jahren? 10 Jahren ist eine sehr, sehr lange Zeit in der heutigen Zeit, wo die Technologie so schnell voranschreitet. Ich persönlich, ich sehe mich als gesunden Mensch mit viel Bewegung. Ich hoffe, dass ich immer noch viel unterwegs sein darf. Ich sehe mich, dass ich bescheiden bleiben darf für unser Unternehmen und mich. Ich sehe mich weiterhin viel am Reisen. Ich möchte, wenn ich dann 43, 44 Jahre alt bin, mehr Zeit verbringen mit Menschen. Ich möchte Zeit in junge Leute investieren, Mitarbeiter aufklären, sie motivieren, inspirieren und ich hoffe, dass ich weiterhin dann auch kreativ bin, um wieder neue Technologien zu erfinden, weil es gibt auf der Welt so viele Probleme, für die es noch kein Produkt gibt und ich als Erfinder oder als Entwickler bin immer neugierig, neue Problemlöser zu suchen. Sie hörten die Sendung Treffen zweier Welten. Vielen Dank fürs Zuhören.